Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, ihr habt es bereits in unserem Thumbnail gelesen. Es geht um den Abschied, aber zu jedem Abschied gehört auch ein richtiges Fazit. Und das gibt es nach unserem Intro. Ja, wie gerade gesagt, wir machen ein Fazit auf sage und schreibe fast dreieinhalb Jahre. Also sind dreieinhalb Jahre. Ja, ich muss gerade überlegen, ja, sind ja dreieinhalb Jahre schon. Ich dachte erst dreieinhalb Jahre mit diesem Bulli. Wir hatten nach 2 Jahren ja so ein Video gemacht, Spaß und Probleme nach 2 Jahren. Ich glaube, man kann sagen, so das letzte Jahr hat der Bulli mehr Spaß gemacht als Probleme. Das stimmt, aber auch eher wahrscheinlich in die Richtung, weil man sich über gewisse Dinge einfach nicht mehr geärgert hat. Also zum Beispiel das Getriebe. Das kann gut sein. Ja. In diesem Video wollen wir jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken. Und da würde ich sagen, 2017, es war der 18. September. September 18. Ja, genau, richtig. 18. Genau. September, da haben wir diesen Wagen abgeholt. Im VW-Werk in Hannover. Das war auf jeden Fall ein Spektakel. Das muss man sagen. Auch die Bestellung damals beim Nutzfahrzeuge in Hannover lief tadellos ab. Top, wirklich. Das muss ich auch sagen, ja. Also auch die Probleme, die wir hatten, weil wir dachten, oh, hier stimmt irgendwas nicht, weil da glaube ich an diese Tür solche Verschmierungen waren. Ja, da war so ein bisschen noch so eine Wachsschicht auf dem Lack drauf und da habe ich gedacht, dass es Lackfehlstellen sind. War aber nicht. Ich hatte mit unserem Poliermittel versucht, das wegzupolieren. Ging leider nicht, aber die hatten da ein spezielles und das hat gut geklappt. Also ja, also war alles weg. Der Anfang war da richtig gut. Ja. Man muss auch sagen, 2019 natürlich war das Jahr der Jahre. Stimmt ja. Ich springe schon so 2 Jahre vorher. Wir hatten ja vor 2019 doch schon das ein oder andere Manko, ne? Fällt mir gerade an. Ja, es fing dann immer mal an, dass hier oder da was nicht funktionierte. Unter anderem hier oben dieses Steuergerät, was die Bedieneinheit hinten ist, ist ausgefallen. Das heißt, das musste komplett neu getauscht werden. Dann hatten wir ein Quietschen über die Umlenkrollen im Keilrippenriemen und so weiter. Also das heißt auch dort neue Keilrippenriemen und Umlenkrollen und Rollen neu. Also Spanner neu, ich glaube, da haben die irgendwie alles saniert, hätte ich jetzt beinahe gesagt, genau. Beim halbes Jahr alten Auto. Da muss man auch sagen, wir überspringen mal jetzt die ganzen Monate, weil wir so genau können wir es glaube ich nicht mehr Nein, sagen. Ist auch egal. Aber die Rückfahrkamera hatte Probleme, weil die ist komplett ausgefallen, da ist dann Wasser eingetreten und da war dann gar nichts mehr an Bild und die musste komplett für 650 ausgetauscht werden. Ende 2019 dann das richtige super Ding, dass die Tür nicht mehr zuging. Ja, es fing immer langsam an und irgendwann wurde es dann halt immer schlimmer und irgendwann war es dann halt sogar auch so, dass es andauernd auf der Autobahn passierte. Also das war dann doch sehr, sehr nervig. Und was schlimm ist, und das ist das, was dann uns nicht so viel Spaß gemacht hat, war die Behandlung von Financial Service im weitesten, weil wir ja dann außerhalb der 2 Jahre waren. Dann sind wir ja schon wieder nicht mehr in der Gewährleistung, sondern in der Garantie. Ach, Verlängerung, das ist zwar eine Neuwagengarantie, aber es ist trotzdem, es muss immer alles genehmigt werden von Financial Service und so weiter. Also ich denke mal, die Leute, die einen VW haben mit einer Garantieverlängerung, die kennen das Ganze und das ist halt schon ein bisschen nervig und viel mit Brennerei zu verbinden. Genau, weil wir mussten ja unsere ganze Campingausstattung zurückbauen wieder und ein Hin und Her und nee, das war nicht schön und wie gesagt, Getriebe hast du gesagt, eigentlich hätte das man... Das guckt immer noch, also sie haben einen Getriebeölwechsel gemacht, gut, finde ich gut, dass das auch nach 60.000 passiert ist, aber es ruckt immer noch, also ja, ist gruselig, aber es ist halt so. Also wir hoffen, dass es halt noch überlebt, aber wir haben ja die Entscheidung dann getroffen, dass wir definitiv ja diesen Bulli hier... Abgeben werden. Genau. Und entsprechend ist er zurückgebaut. Also man muss sagen, in dieser Qualität, gerade mit den beiden Stühlen, die dort sind. Ist schon toll. Also die Qualität von den Stühlen und so weiter, das ist schon top. Also das ist auch gut durchdacht, das muss ich auch sagen. Das fand ich auch im Vorgängermodell schon immer gut. Ja, es ist ja nicht alles schlecht, das muss man auch dazu sagen. Aber genutzt haben wir es eigentlich selten. Also wenn ich mir überlege, ich mache hier gerade mal meine Füße so schön auf den Sitz, seht ihr jetzt nicht. Aber das hat man selten gehabt, wobei die Sitzbank am Schluss hatten wir ja doch ein bisschen benutzt. Aber trotzdem, dieses Gefühl als Multivan
als Businessfahrzeug sozusagen fast. War Also, eigentlich, gerade ja. hier dieser Tisch, das ist das Beste, Ja. weil dieser Tisch wurde eigentlich so gut wie nie Ne, den haben benutzt. wir ja verbaut, den konnten wir nicht mehr ausklappen. Also das war schon, Aber den brauchten wir auch nicht, weil das hatte hier nicht so viel Sinn gemacht. wir hatten ja unseren eigenen Tisch, unsere Platte. Wir brauchen einfach nur eine Platte. Genau, das ist ganz einfach. Also im Groben und Ganzen haben wir ganz schöne Maleschen gehabt in diesen 3,5 Jahren. Aber auch viele schöne Zeit. Also viel schöne Zeit mit vielen tollen Reisen. Und ja, liegen geblieben selber sind wir Gar nicht. Gott sei Dank gar nicht. Also wirklich super. Ne? Das AGR-Ventil ist nicht ausgefallen. Das kennen wir noch von den Ja, alten. ja. Und wie gesagt, wir haben, wenn man sich das hochrechnet, 3,5 Jahre. Davon, wenn man diese ganzen Maleschen anguckt, können wir sagen wir mal 6 Monate Maleschen. Aber 3 Jahre haben wir diesen Wagen genutzt, haben Spaß gehabt, Genau. haben wirklich, wenn wir überlegen, wir waren bis oben auf den Lofoten und wir waren bis unten in der Toskana. Das haben wir alles mit diesem Wagen gemacht und das wird immer halt unsere Erinnerung bleiben. Gott sei Dank seit 2019 auch Videomaterial. Ihr habt einiges gesehen auf unserem Kanal. Das wird uns gerne mehr nehmen. Nee, und das wird auch eine schöne Erinnerung bleiben an das tolle Fahrzeug hier. Ja, genau. Ja. Haben wir sonst noch was zu sagen? Man überlegt jetzt, inwiefern kann man sagen, soll man es nehmen, soll man es nicht nehmen. Wir wissen nicht, ist das ein Montagsfahrzeug. Wir haben gehört von anderen, die haben genau solche Probleme, so wie wir gehabt, auch mit der, Ja. ach so, mit der Dieselheizung, dass das gerochen hat, etc. war ja auch so ein Ja, Thema. genau. Klimaanlage, Radio, ach, es sind wie gesagt, immer wieder Maleschen. Aber wir haben es auch anders gehört, dass andere gar keine Probleme hatten. Es ist ein Fahrzeug, wir haben was, es ist wie ein Mensch. Der eine hat eine Macke, der andere hat keine. Ja, gut, der hat hier ein paar Macken mehr gehabt. Mittlerweile sind sie so gut, wie es geht, beseitigt bis auf das Getriebe und das Riechen der Dieselheizung. Da kann man halt nur immer wieder freibrennen. Was anderes kann man da auch nicht machen. Und wir müssen einfach sagen, was haben wir für ein Fazit? Wir haben einen super Preis bezahlt damals. Genau, Nicht den das. Listenpreis, Nee. definitiv nicht, den dafür hätten wir nicht gekauft. Du Nee. hast einen super Wartungsvertrag. Ja, ich brauchte mich um nichts kümmern. Ich bin immer zu VW gefahren, habe immer Ersatzfahrzeuge gekriegt. Also das war gar kein Problem. Das muss ich sagen, das lief auch gut. Und im Endeffekt, wenn was halt war mit der Garantie, also grobe Sachen, die hätten die alles übernommen. Also klar, diese Kleinigkeiten, wo sie nicht genau wissen, da muss man halt als Kunde ein bisschen mitarbeiten, so Beweisvideo machen und so weiter. Finde ich jetzt auch nicht wirklich gut, dass man dem Kunden da nicht gleich glaubt. Aber das ist nun mal halt so jetzt in dem Fall gewesen und ja, wir haben das Beste draus gemacht und wir sind dem auch nachgekommen. Und wir müssen sagen, wir haben auch eine richtig gute Werkstatt. Das muss man auch dazu sagen. So, Ne? jetzt mit unserem neuen Fahrzeug muss ich das erstmal alles beweisen, weil wir ja noch gar keine Werkstatt so wirklich haben und das muss man alles mal finden. Aber für Genau. die Also VW-Fahrzeuge war das ganz gut. unsere VW-Werkstatt in Hemeler Wald. Da könnt ihr dann selber mal nachschauen, welche sein könnte. Ist definitiv top und die haben tollen Service und die helfen dir echt immer wieder weiter, zumindest bei uns. Genau, mit meinem Polo, mit dem Golf von deinen Eltern Genau. müssen wir eh noch hin. Ja. Also dementsprechend, da haben wir nie Probleme gehabt. Und die kümmern sich. Und das ist, glaube ich, das, warum wir gesagt haben, wir waren ja wirklich sackig auf den Konzern, aber diese Werkstatt hat vieles wettgemacht, wo man sagen kann, Ja. okay, die kümmern sich drum und das ist einfach super. Aber falls es auch jemand interessiert, Marcel, würden wir uns nochmal für einen Bulli entscheiden? Nein. Definitiv nicht. Nein. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, Stimmt. also nicht für unser Verhältnis, man muss das sagen, Ja. unser Bulli war ausgebaut. Wenn wir den Bulli so nutzen werden, wie er jetzt hier ist, ja, da gibt es andere Fahrzeuge, ich weiß jetzt aber nicht so, die Peugeots und Citroëns finde ich, sehen nicht so schön aus. Nee, es ist auch eine andere Qualität, muss man auch Ja. sagen. Also man merkt es halt schon, wenn man halt in unserem neuen Fahrzeug sitzt, da ist das halt schon ein bisschen anders. Und Mercedes. Aber es ist auch eine andere Preisklasse. Also Ja, ich überlege gerade, Mercedes V-Klasse, Vito-Klasse, die ist dann auch wirklich sehr teuer, das ist auch nicht so günstig. Also ja. deshalb können wir jetzt nicht von diesem Modell reden. Wir reden jetzt Art Camper und da würden wir uns nicht nochmal für ein VW schon gar nicht, also Kalifornien, alles was sie da anbieten, ist alles nicht unsere Ich bin Sache. ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf VW, weil es mir einfach zu viel Nerven kostet und für den Preis, was die aufrufen, da verlange ich einen anderen Service. Feierabend. Das sage ich ganz ehrlich und offen. Da mag auch jeder eine andere Meinung zu haben, aber da mache ich nicht, das sehe ich nicht ein. Also dann nehme ich lieber einen
einen günstigen Anbieter und weiß, dass ich vielleicht Scherereien habe. Damit kann ich dann eher leben als mit einem teuren Anbieter und habe da keine Premium-Qualität. Also ja, Und schade. Camper muss man sagen, weder der California noch der Grand California sagen uns überhaupt zu. Also der Grand California fährt bei uns völlig durch. Gut, das ist halt designmäßig, das ist auch immer Geschmackssache, muss man auch Sowieso. sagen. Aber fährt bei uns halt durch und Ja. wir haben uns, wie gesagt, jetzt für eine neue Marke entschieden. Was die normalen PKWs angeht, zum Beispiel, wie gesagt, ich fahre ja ein Polo zurzeit, das weiß ich nicht. Entweder, da kann es sein, dass es in der sei, aber auch Ja. dort gibt es schon andere Marken, die wird angeschaut, das wissen wir aber nicht. Rein vom Bulli-Fazit müssen wir sagen, wie gesagt, 6 Monate wörtlich Krampf bis zum geht nicht mehr. Ja. Auf 3,5 Jahre gerechnet. Genau, immer mal wieder halt, ne? Das ist auch Und nicht die ganze drei Zeit. Jahre haben wir wirklich Spaß mit dem Wagen gehabt. Genau. Und so wird er uns aber am Schluss auch in Erinnerung bleiben. Es ist immer unser Hochzeitstöff-Töff. So ist es. Ja, hat unsere Hochzeitsreise mitgemacht. Das sind die schönsten Erinnerungen. Und Genau. das bleibt am Schluss. Ja, und von nun daher bleibt uns jetzt nichts anderes zu sagen als leb wohl, lieber, liebes Fahrzeug, dass du auch noch jemand anders glücklich machst. Das ist uns wichtig, dass er gut in gute Hände kommt. Ja, denke, das wird schon passieren. Irgendwer Genau. wird dieses Fahrzeug schon weiterfahren. Und ja, ausstattungstechnisch ist er ja auch gut. Also von daher kann man ja auch nicht meckern. Das wird es gewesen sein. Die letzte Szene werden wir natürlich unserem Bulli widmen. Das heißt, die letzte Fahrt, also wirklich die letzten 10, 20 Meter, keine Ahnung, was wir dann haben, die seht ihr jetzt gleich am als Abschluss. Ja, danke Bulli. Danke Töff Töff. Ja, War schön mit dir. hast uns immer ein trockenes Zuhause geliefert. Genau, und auch ein warmes. Das Und ein muss man sagen. warmes. Warmes war auf Ja, jeden Fall. Ich denke hat an geklappt. Bergün, minus 11 Grad draußen. Hat Wir haben nichts gefroren. geklappt. Hat geklappt. Ja, das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Ja, und viel Spaß natürlich mit euren Fahrzeugen, egal was ihr habt, ob es VW, ob es irgendwelche anderen Marken sind. Natürlich allzeit gute Fahrt und immer gutes Durchkommen, durchhalten auch im Stau und natürlich nicht liegen bleiben. Und dann, wie immer, das zählt jedes Jahr, egal welche Situation wir haben. Bleibt natürlich gesund. Genau. Bleibt munter und wir sehen uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.